Potenzielle Fehler, die man machen kann an der Börse, lauern an allen Ecken und selbst bei Brokern und der eigenen Auswahl, wo man handeln möchte, gibt es einiges zu beachten. Einen großen Punkt habe ich damals immer missachtet, habe einmal entsprechend richtig doll auch Verluste deswegen erlitten. Genau das erkläre ich dir heute, damit dir das bitte nicht passiert. Ich habe ja gerade eben den Bitcoin-Minutenchart offen und ich wollte die Analyse machen, dass wir jetzt hier in einem wunderschönen Abwärtstrend drin sind. Die Idee ist also klar, Abwärtstrend, ich möchte dem Trend folgen, wo kann ich das machen? Naja, wie wäre es, wenn ich sagen würde, hey, wenn wir diese Unterstützung jetzt hier drüben unterschreiten, dann würde ich ganz gerne Short gehen, sprich auf fallende Kurse setzen. Das heißt, die Idee könnte sein, ich gehe jetzt hier in eine Short-Position hier drüben rein, tu den Stop-Loss vielleicht hier knapp oben drüber über diese Verlaufs-Hochs hier setzen, da liegt er, denke ich, ganz gut. Und den Take-Profit mache ich mal auf einem Level weg, soweit, dass mein Risk-to-Reward-Ratio bei genau 2 liegt. Das ist, denke ich, wirklich sehr gesund. Entsprechend tue ich mal jetzt hier unten das Level jetzt hier einsetzen irgendwo und ich habe jetzt hier ein Risk-to-Reward von 2. Jetzt könnte Folgendes passieren. Und zwar der Kurs, der tut ja erstmal noch einen Ticken weiter konsolidieren und plötzlich kommt jetzt hier eine sehr dicke Verkaufsorder nach unten. Und jetzt könnte es sein, dass ich quasi nicht hier oben ausgeführt werde in meinem Short, sondern vielleicht erst halt hier diesen ganzen Ticken weiter unten drunter letztendlich. Und dann merken wir plötzlich, dass mein CRV, also mein Chance-Risiko-Verhältnis oder halt im Englischen mein Risk-to-Reward-Ratio nicht mehr bei 2 liegt, wie gerade eben, sondern gerade mal bei 1,58. Es hat sich nämlich entsprechend deutlich verschlechtert in Form von, dass mein Stop-Loss jetzt ein Ticken größer geworden ist, aber halt mein Take-Profit ein Ticken kleiner geworden ist. Diesen Effekt, dass eine Order an einem anderen Punkt ausgeführt wird, als ich es bei meinem Broker reinsetze, das nennen wir Slippage-Effekt. In diesem Fall ist der Slippage-Effekt jetzt hier noch halb so wild, denn die Position, das kann ich jetzt hier so zeigen, wäre trotzdem in den Take-Profit reingelaufen. Aber es gibt einige Beispiele, wo quasi genau der Slippage-Effekt mir das Genick gebrochen hat und einer davon will ich ja ganz kurz auch noch mit zeigen. Die Situation, die ich dir jetzt zeige, die ist mir vor rund 5 Jahren in der Nasdaq passiert oder vielleicht vor 4 Jahren auch, aber ich muss dir mal ein Beispiel von letztem Freitag einfach bloß zeigen. Und zwar, wir hatten folgende Situation, wir haben eine schöne Aufwärtsbewegung und ich bin schon während der Aufwärtsbewegung vorher in einen Long eingestiegen, soweit so gut erstmal, habe hier irgendwo einen Stop-Loss gesetzt und Take-Profit tue ich ja meistens eh nicht setzen, aber habe den irgendwo ganz weit weg auf jeden Fall gesetzt. Jetzt haben wir es folgendes gehabt, wir haben es 14.29 Uhr gehabt und mir war genau bewusst, 14.30 Uhr kommen wichtige News, vor allem der US-Arbeitsmarktbericht, der jeden ersten Freitag im Monat gemeldet wird. Meine Idee war gewesen, okay, Mensch, ich bin jetzt schon ein bisschen hier in meinem Long drin, ich bin ein bisschen im Plus. Wie wäre es also, wenn ich einfach meine Position auf Break-Even jetzt hier mit dem Stop-Loss absichere und sage, jetzt tue ich doch mal eine kleine Zockerei auf die News machen. Mir ist bewusst, dass egal was passiert, entweder der Kurs, weil die News quasi so markant ist, tut entweder krass nach oben schießen oder krass nach unten abverkauft werden. Und ich dachte mir, okay, im schlimmsten Fall könnte jetzt passieren, dass ich quasi Break-Even aus der Position rausfliege und im besten Fall könnte es sein, dass ich hier quasi ganz weit ins Plus noch reinlaufe und auf meine aktuellen Buchgewinne noch einen ganzen Tick mehr draufhauen kann. Allerdings, was ich natürlich vergessen habe, ist, wenn jetzt so eine News-Kerze kommt, dass die halt auch mal richtig nach unten durchlaufen kann, was dafür gesorgt hat, dass meine Position tatsächlich nicht irgendwo Break-Even ausgeführt wurde, sondern ich in dem Trade knapp 712 Euro Verlust gemacht habe, einfach bloß, weil die Kerze nach unten in so doll geschossen ist, dass ich halt nicht Break-Even ausgeführt wurde, sondern halt 70 Punkte tiefer letztendlich. Und das war eine Sache, wo ich auf jeden Fall gelernt habe, okay, warte mal, Slippage-Effekte sind extrem schlimm. Von Brokern wird es halt viel unter den Teppich gekehrt, weil die wissen, dass das blöd ist und dass das ein Rendite-Killer ist. Also natürlich habe ich da direkt gelernt, okay, News-Trading ist auch nicht so das Geilste. Zumindest nicht in Form von, dass ich drauf zocke. Wie News-Trading richtig geht übrigens, habe ich dir mal einen Ratgeber auch geschrieben auf der Finanzradar-Seite. Den tue ich dir am besten mal einfach ganz oben in der Videobeschreibung rein verlinken. Tu da gerne mal durchscrollen, habe ich auch wieder viele Bilder für dich reingemacht. Da bin ich auch nochmal auf den Slippage-Effekt drauf eingegangen. Wie können wir also diese Slippage-Effekte auf ein Minimum reduzieren? Hier mal 4 Tipps. Zunächst einmal kein News-Trading, sprich zumindest kein drauf zocken. Was wie gesagt Sinn macht, ist, dass man erst nach der News einem Trend folgt. Habe ich dir im Ratgeber genauer auch nochmal erklärt. Zweitens, schnelle Internetverbindung. Das ist auch eine Sache, die können wir selber beeinflussen. Habe ich selber auch schon ein paar Mal gemerkt, wenn ich nicht zu Hause war, wo schnelles Internet
nicht habe, sondern unterwegs war, dass dann natürlich Market Orders komplett anders ausgeführt werden, als geplant ist. Warum ist das so? Stell dir vor, ich sehe jetzt hier gerade irgendwie den Minutenchart, will long reingehen, aber habe so langsames Internet, dass quasi meine Market Order jetzt nicht direkt quasi 10 Millisekunden später beim Broker ankommt, sondern halt erst 10 Sekunden später. Der Broker merkt erst 10 Sekunden später von dem, okay, jetzt will jemand hier per Market Order long reingehen, entsprechend tue ich den auch jetzt erst 10 Sekunden später ausführen. Ist natürlich halt ein Problem, wenn sich in den 10 Sekunden schon der Chart wieder geändert hat. Gerade im Scalping ist das problematisch. Übrigens, die ganzen Slippage-Effekte für so Swing-Trading oder Positionen oder sowas, ist das total egal letztendlich. Bloß für uns kurzfristigen Trader sind Slippage-Effekte wirklich wichtig, dass wir die auch mit einkalkulieren in unser Risikomanagement zum Beispiel auch. Und wie gesagt, langsames Internet ist da natürlich nicht das Geilste. Wenn man das hat und man will aber trotzdem was handeln, dann macht es halt Sinn, dass man in Richtung Limit-Orders geht. Aber wie gesagt, auch hier, es gibt keine Garantie, dass eine Limit-Order exakt da ausgeführt wird, wo wir sie reinsetzen. Bestes Beispiel, wie gesagt, gerade eben auch schon meine Stop-Loss-Story. Ein Stop-Loss ist ja quasi nichts anderes, auch wie nur eine Limit-Order, wenn man es so sieht. Dritter großer Tipp, das können wir selber beeinflussen, ist auch, dass wir nur hochliquide Märkte handeln. Sprich sowas wie Bitcoin, Nasdaq, die Forex-Märkte, alles was wirklich groß ist, wo viele, viele Leute aktiv sind, wo viel Geld sowieso fließt. Einfach bloß, weil es da natürlich die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass wenn ein Kurs sich sehr schnell bewegt, auch es viele Käufer, Verkäufer gibt, die irgendwo gemeinsam auch matchen und die Order ausgeführt werden kann letztendlich. Wenn ich natürlich sagen würde, hey, ich will jetzt hier einen australischen Nebenwert handeln, den eh keine Sau kennt oder sowas, da wird es natürlich extrem schlecht ausgeführt, ist ja klar, denke ich. Und ein vierten Punkt, der ist extrem wichtig, ist, dass man auch den Broker intensiv mal auscheckt, dass man mal so einen schönen Background-Check macht, sprich auf Google mal nach Rezessionen sucht, ob es da schon Berichte gibt von wegen, hey, ich habe hier dauerhaft schlechtere Ausführungskurse, als es eigentlich geplant ist bei meinem Broker. Sobald man sowas sieht, sucht einen anderen Broker, einfach bloß, weil es gibt so viel Wettbewerb bei zum Beispiel CFD-Brokern, die gibt es wie seiner mehr, da kannst du einfach bessere Broker finden, weil letztendlich musst du ja auch vorstellen, bei CFD-Brokern tust du ja nicht exakt an der Börse handeln, sondern tust ja bloß mit dem Broker selbst einen Vertrag machen. Natürlich können die irgendwie einen kleinen Algorithmus noch mit einbauen, der dir immer wieder einen Ticken schlechtere Kurse gibt. Gerade bei einigen Prop-Trading-Firmen ist das übrigens auch der Fall. Deswegen da bitte nach vielen Reviews und Rezensionen mal schauen, was es da gibt. Ich persönlich nutze ja den XTB-Broker, bin damit mega zufrieden, kann da jetzt auch nichts Schlimmes darüber erzählen. Ein kostenloses Demo-Konto zu dem Broker habe ich dir auch in der Videobeschreibung verlinkt. I'm holding on to you.